Ich sage euch eins, ich möchte eigentlich immer vorher sagen, wo wir sind. Ich habe Wasser im Mund. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich krieg's gar nicht raus. Ich frage den Norbert, wo wir sind. Grüß die Wolfer. Ihr seid bei mir in Bertis Schokoladenfabrik und wir stehen in der Wirtsbodenstraße direkt vor der Ochsenbraterei. Also das ist so einfach zu finden. Man braucht nur am Haupteingang reingehen und dann nach 80 Meter auf der linken Seite. Ihr würdet es sogar riechen. Es riecht alles so gut, der Herren. Das ist das Schokolade oder was riecht? Ja, das ist eine Kombination. Gekochter Zucker, Schokolade. Unvorstellbar. Nach Smarties und nach vielen anderen Zutaten riecht es ja sehr. Ich muss immer reinkrätschen, weil ich schaue natürlich auch nach links, wo die Schokoladenfrüchte gemacht werden. Und man sieht hier, dass das nämlich nicht nur auf der Vorderseite so ein bisschen Lippi-Lappi ist, sondern es ist wirklich mit Schokolade getränkt und dann oben abgetröpft. Ich würde am liebsten mit dem Finger hingreifen. Tun wir natürlich nicht. Was kostet eine Schokofrucht? Jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Eine Banane. Eine Banane kostet bei uns 4 Euro. 4 Euro. Wir haben den Preis zum letzten Jahr gehalten. Das ist der gleiche Preis wie auf die Volksfester im Münchner Umland, wohlgemerkt. Und wir sind auf der Wiesn. Genau. Weil ich kenne die Preise, ich esse immer Schokoladenfrüchte. Es gibt sie natürlich mit Vollmilch. Weiß, Zartbitter, Erdbeerschokolade. Also es gibt eine Erdbeerschokolade. Das ist eine weiße Schokolade, die ist gefärbt, aber die schmeckt auch noch nach Erdbeere. Hervorragend. Wir werden es jetzt dann gleich alles durchprobieren. Du hast ganz hübsche Mädel da. Ja. Also man kommt hier nicht nur wegen den Schokofrüchten, sondern wegen den Schokoverkäuferinnen. Weil die sind alle super hübsch. Jetzt könnte ich mal ganz kurz deine Frau dazuziehen. Soll ich? Komm mal kurz zu uns. Also wenn das keine Schokofrucht ist, dann weiß ich es nicht. Wir haben gerade gesagt, das sind nicht nur die guten Schokofrüchte, sondern die Schokomädchen, die hier sind. Magst du auch sagen, wer du bist? Ich bin die Belinda, ich bin die Frau von Berti und ich freue mich auch, wenn ihr kommt. Ich habe gesagt, ich kann gar nicht richtig reden, mir läuft das Wasser im Mund so, wenn ich da reinschaue. Danke dir. Sie ist schon wieder am Arbeiten. Jetzt haben wir gerade vorher darüber gesprochen, dass Freunde von uns wie der Berry und der Martin und alle immer das Gleiche fragen. Was gibt's? Welche Schoko? Meine Frage ist, wie lange machst du das schon? Also ich bin ja so aufgewachsen bei meinen Eltern. Meine Eltern haben auch jahrelang Schokofrüchte betrieben und ich persönlich mache das auch schon seit 20 Jahren. 20 Jahren. Wir durften uns mal auf einem wunderschönen Fest auch in Unterschleißheim kennenlernen. Ja. Und da habt ihr das schon so sensationell gemacht, dass das eigentlich ein Anlaufpunkt für den ganzen Ort war. Und alle haben hinterher gesagt, wow, Wahnsinn, das hat geschmeckt. Ja. Wo beziehst du deine Produkte her? Ja, wir beziehen unsere Produkte regional. Die kommen hier direkt ums Eck aus der Großmarkthalle in München. Die Schokolade kommt natürlich nicht aus Deutschland, aber die kommt aus Belgien und die beziehen wir auch von den Lieferanten hier aus München. Und somit schauen wir, dass natürlich an der Stadt, in der wir Geld verdienen, auch dort auch unser Geld ausgeben, also unsere Ware auch von dort beziehen. Mega. Jetzt muss man sagen, die beiden stemmen in diesem Betrieb nicht nur alleine, sondern die haben auch 3 Kinder. Genau, 3. Also Hut ab. Das alles unter einen Hut zu kriegen, geht nur mit Eltern wahrscheinlich. Ja, da beide Eltern, also meine Schwiegereltern und meine Eltern auch noch berufstätig sind, okay, müssen wir schon auch oft schauen, dass wir das auch alleine hinkriegen. Aber doch, wenn es hart auf hart kommt, helfen schon natürlich. Kriegt man hin. Eltern. Also ihr habt einen wunderschönen Laden, das muss man mal zusagen. Es gibt ja ganz, ganz viele, die Früchte verkaufen, die Mandeln verkaufen und was weiß ich alles. Aber man sieht hier in dem Laden, ich muss da jetzt vergleich dich jetzt mit einem Knödelhersteller, mit unserem Burgis-Freund, mit dem Timo, bei dem durften wir in der Fabrik sein und da war es ähnlich klinisch sauber. Also es ist wirklich, man sieht hier keinen Müll rumliegen, kein Papier und gar nichts. Es ist wirklich gut ab, es ist super, super schön. Ich schaue gerade in die Kühlung rein, vielleicht kannst du mal ganz kurz rüberschauen. Da sind die Schokofrüchte bzw. die Früchte ohne Schoko schon vorbereitet und alleine das sieht schon aus. Ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Also ihr seid einfach nur, du merkst, ich bin begeistert. Ja. Sauber, sauber, sauber. Danke dafür schon mal, dass wir überhaupt sowas auf der Wiesn haben dürfen. Ich sag auch danke für die Komplimente. Wir werden es jetzt eine oder andere noch probieren. Ja. Ihr seid in der Früh da, wenn es aufmachen, logischerweise, bis Schluss zum Zumachen. Also einer von uns beiden ist immer vor Ort. Also ein von uns, entweder meine Frau oder mich, werdet ihr hier mal antreffen. Aber jetzt, wir fangen immer jeden Tag um 9 an zum Arbeiten. Also wir haben uns gefreut, dass wir da sein durften und werden das natürlich logischerweise in der Live-Sendung auch bringen. Und in YouTube und überall kann man es sich anschauen, das werden wir noch publik machen. Und es gibt sogar ein Gewinnspiel.
ihr könnt hier Schokofrüchte auch gewinnen. Macht's bei uns mit, radio089.de oder komm, was auch immer ihr wollt und wo ihr uns seht, macht's mit. Genau. Und ich sage auch vielen Dank, dass ihr da wart. Und noch viel Spaß auf der Wiesn wünsche ich auch euch zwei von Radio 089.